Bin ich auch sehr gespannt, wie das denn wird. So. Ha. Wieso bin ich denn jetzt ins Lager gegangen? Stein? Ah, ach so. Gebrannter Stein. Ich dachte mir gerade Stein. Haben wir dafür nicht da hinter uns die Kisten? Na, hier ist noch keiner drin. Den würde ich aber sagen, wir halten uns dann auch. Eigentlich brauche ich nur noch einen Kompass und eventuell noch eine kleine Kiste. Erstmal ein Redstone. Ach so, hey, Eisen habe ich schon aufgeräumt. Das ist schon 10. Stimmt ja, das Eisen habe ich ja schon aufgeräumt. Gott, wo war das? Unten, oder? Ja, hier. Dann bauen wir uns den mal. Lass einfach das ganze Inventar jetzt dabei, weil kannst dann später auch noch in Kisten reinräumen. Wir nehmen mal den Expressweg nach unten. Ah, hier ist unsere Höhle. Unser Tunnel. So. Und das zu schöner SimCity-Musik. Zu dieser Musik kann man doch eigentlich nicht versuchen, sich umzubringen. Also, was probieren, was passiert, wenn man den Spawnpunkt zugebaut hat und man dann stirbt. Na egal, gehen wir erstmal zum Spawnpunkt zurück. Oh Gott, an dieser SimCity-Version hängen auch noch so viele schöne Erinnerungen. Oh Gott. Auch war es eigentlich totaler Zufall, dass ich dann auch SimCity 4 mir gekauft habe. Wenn ich mir gedacht habe, SimCity 4. Okay. Ah. Das ist ja der Spawnpunkt. So, und das ist die Höhe, auf die ihr hinkommen muss. Ich glaube, bevor wir hier tatsächlich dann alles dicht machen, schaffen wir hier nochmal den Sand raus. So, das heißt vermutlich, ja, würde es doch eigentlich sogar reichen, wenn wir einfach nur so einen Umkreis machen. Aber ich möchte noch Möglichkeit das Szenario erreichen, dass der nächste Punkt vom Spawnpunkt entfernt die Oberfläche darstellt. Und das kriegt man halt nun mal am besten hin, wenn man auch... Warte, ich könnte sogar den Sand einfach auch schon alles abbauen. Ah ne, da müsste ich erstmal, da muss ich ja noch viel, viel mehr mit Erde ausklatschen im Moment. Hä? Darauf verzichte ich dann doch lieber. So. Oh Gott, mir fällt gerade auf, dass das ja alles ein Stack Erde kostet hier. Jede einzelne oder sogar mehr. Gott, wie viele Schichten? Habe ich da überhaupt genug Erde mit? Meine Güte.
So. Hä? Gut. Selbst wenn, bin ich gespannt, für wie viele Sachen das dann noch die Auswirkungen hat. Na, Betten kommen jetzt auch demnächst schon. In der 1.3, soweit ich mich erinnere. So. Dann erstmal hier alles auffüllen. Alter, die ganze Erde, ne? Erst dann bitte auf die Idee kommen, das alles solide aufzufüllen. Ach, ich, Moment, ich glaube, das war ich. Eine blöde Frage. Wobei ein weiser Mensch hat mal gesagt, es gibt keine blöden Fragen. Und eigentlich hat er recht. Keine dumme Fragen. Und wenn man sagt, es ist eine dumme Frage, dann sagt man eigentlich nur damit aus, dass man selber jetzt die Frage nicht berechtigt findet, weil man ja die Antwort kennt. So. Ich glaube, ich weiß, wie ich mich umbringen werde. Also entweder gehen da unten in den Lavasee oder wir sagen Ade, schöne Welt und springen darunter. Einfach von der Burg stürzen. Könnten es auch noch so aussehen lassen wie ein Unfall. Na, wobei, ich glaube, das wäre mir zu viel Arbeit. Gut, also ich verstehe mich gerade auch selber nicht so ganz. Warum ich das gleiche schon, also das Ganze ja schon auf das Niveau von unserer, vom späteren, von der Endhöhe halt mach. Warum tue ich das gerade? War hier noch ein Luftloch? Ja, hier war noch ein Luftloch. Hüpf, hüpf. So, das sind dann 32 Felder. Halt 2x4x4 sind halt 16x2 sind 32. So. Okay, und der Spawnpunkt ist jetzt hier genau in der Mitte. Nämlich das Teil hier. So. Ja. Gut, es ist sogar schon Nacht. Dann würde ich vorschlagen, ernten wir jetzt erstmal noch alle Schafe. Und wenn wir das getan haben, gehen wir auf die Burg. Nehmen uns das Leben und schauen. Das heißt, ich könnte einen schönen Cliffhanger machen und schauen, einfach was in der nächsten Aufnahme dann passiert. Wo wir das spawnen? Das ist bestimmt lustig dann. So. Jetzt erstmal hier alles einräumen. Höp. Und von so einer Schafe, die gönnen wir uns gleich mal. Zack. 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 Da unten ist auch noch eins.
glaube ich. An dem Kiesloch da. Die Burg sieht schon nice aus. Und das ist dann das Ebene, wo wir alles bauen. Jawohl. Okay, weil dann die 5 Sets hier würde ich dann sagen. Pflanzen wir schon mal an. So. Und dann hier mal. Die Wolle würde ich sagen, nehmen wir mal mit nach oben. Die Kohle hingegen nicht. Also quasi, wir lassen jetzt alles hier so da zurück, dass wir es möglichst schnell wiederholen können. Ich bin generell mal gespannt. Immer noch geschickt das Umsortieren der Kisten, wie viel Stuff man da noch rausholt aus den Kisten selber. Das hier wollte ich nämlich so hoch tun und so Glas verschmelzen. Das Fahrzeug, ja, die Federn tauschen wir durch den Kompass. Die Fackel. Dann werden wir hier auf den Tisch drauf. Dann haben wir es ein bisschen hell beim Arbeiten. Das bauen wir beides oben. Federn und Leder können wir einsortieren. Ja, gut, ich glaube, wir haben es. So. Wir wünschen dir uns mal Glück. Und dann sehen wir mal, was passiert. Ich bin wirklich ziemlich gespannt, ehrlich gesagt. Rein theoretisch könnte es ja auch passieren, dass man durch den Spawnpunkt aus Versehen eine Wand zieht. Wenn man dann jedes Mal erstickt, wäre das echt kontraproduktiv. Okay. Ofen ist oben in der Küche, wenn ich mich richtig entsinne. Ja, da waren sie, die beiden. Ist sogar noch Stein drinnen. Warum auch immer. Kann ich jetzt den Knopf mitmachen? Naja, der Tisch. Der Knopf bringt zwar nichts, aber was war das? Ich glaube, das sollte ein Klavier darstellen. Ja. Ich weiß nicht, ob das wirklich ein Klavier sein sollte. Also sein sollen tut's eins, aber ob es wirklich danach aussieht, ist die. Andere Mal. Wir können sogar schon eine Lena-Rüstung craften. Sieh mal eine an. Ja. Gut. Wir könnten uns an der Kirche runterstürzen, aber ich glaube, das sieht nicht so toll aus. Als wenn wir Schafe kloppen. Tut mir leid, ich kann nicht widerstehen, Wolle zu holen. Außerdem ist er im Moment eh noch nach. So. Okay.
Okay, da ist noch ein Schaf. Drüben sind auch noch welche. Ach, ihr mobbt mich doch. Mit dieser ganzen Wolle auf vier Beinen kann man doch nicht sich umbringen wollen. Weil ich denke, das hier ist ein geeigneter Ort, um Ade-Welt zu sagen. Dann ist sehr hoch. Und außerdem sehr abfallend. So. Ah. Reeds. Reeds ist doch Schilf. Oder? Ach, das hieß von Anfang an gar nicht Bambus oder Zuckerrohr oder so. Interessant. Ich dachte, das hieß schon immer so. Kalter Montag. Oh. Ja. Der Mond sagt mir, ich soll heute hier die Aussicht genießen. Oh, das tue ich. Mit Blick auf diesen schönen Kasten da unten. Alter, ich bin sehr gespannt, worin das enden wird. Das ist der Abschluss, was heißt der Abschluss? Der Anfang der Beta. Und zu diesem Zeitpunkt werde ich nochmal einen Schluck Vitamine zu mir nehmen. Und ja, das ist eine 1,5 Liter Flasche. Denn neben vielen Dingen, die man als Student lernt, ist das Trinken aus 1,5 Liter Flaschen, denn das geht einfach tausendmal schneller und bedarf wesentlich weniger Arbeiten beim Abspülen, wenn man kein Glas braucht. Oh. Ja. Ich muss dringend was gegen die Wolken tun. In diesem Sinne verabschiede ich mich für das Schaf. Tschüss, Schaf. Ja, für diese Aufnahme. Wir werden jetzt im Todesscreen landen und dann nächste Folge erst respawnen. Tschüss. Ich ziehe das jetzt eisern durch. Könnt ihr mir vertrauen? Okay. Also in dem Sinne tatsächlich, bis zum nächsten Mal. Macht es gut und auf Wiedersehen.